Hier haben wir das LTD-Set. LTD ist ja die Tochterfirma von ESP. Seht ihr auch hier am Logo des Verstärkers. Und das Set besteht aus Gitarre, Verstärker, ist klar. Zusätzlich gibt es Gurt, Plektrum, Kabel, Tasche und noch ein autochromatisches Stimmgerät. Das ganze Set kostet 249 Euro und dafür bekommt man eine wirklich gut verarbeitete Gitarre. Wenn wir uns mal anschauen, es sind sehr viele wirklich Metallparts verarbeitet. Das heißt, die Regler hier sind aus Metall. Kleiner Kritikpunkt gleich am Anfang: Bei dem vorderen, beim Volume-Regler, war die Schraube unten nicht richtig angezogen. Das heißt, das ganze Poti hat durchgedreht. Das kann natürlich, wenn man das nicht behebt, ruckzuck dafür zu führen, dass innen drin die Kabel abreißen. Ist aber kein Problem. Man zieht einfach die Kappe ab, dreht in die Mutter wieder fest und steckt die Kappe wieder drauf und dann ist das Problem behoben. Das kann einem auch mal passieren, wenn man eine Gitarre, die teuer ist, kauft und nach einer gewissen Zeit lösen sich die ganzen Verschraubungen einfach. Das ist wie bei einem Auto auch. Da muss man hin wieder mal ein bisschen nachschauen. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Auch hier haben wir Metalleinfassungen für diese Thring-Through-Body-Konstruktion. Das heißt, hier werden die Saiten durch den Korpus eingefädelt. Sitzen hier sicher drin. Der Hals ist wirklich massiv, mit vier Schrauben hier verschraubt und hat eine sehr angenehme Rundung, sodass wir auch in den höheren Lagen ziemlich bequem spielen können. Ja. Schauen wir uns mal hier die Abdeckplatte an. Für die Gitarrenkabelbuchse, auch die ist massives Metall. Das heißt, das ist auch so eine Stelle, die ganz gern mal zu einem Bruch führt. Da ist hier nichts zu befürchten, das ist wirklich massiv gemacht. Die gesamten Metallteile sind in einer dunklen, sehr edel wirkenden Schwarz-Chrom-Ausführung, sodass das Ganze auch wirklich gut mit der Lackierung hier harmoniert. Wir haben zwei Pickups, zwei Humbucker, Steghumbucker und ein Doppelklingen-Humbucker am Hals im Single-Coil-Format. Das heißt, auch mit der Optik, ihr seht ja hier von der Korpusform, ist das Ganze ziemlich extravagant gehalten. Ja, hier, das obere Horn ist sehr lang und hat diese seltsame Form hier. Ja. Das Ganze ist wirklich eine Heavy-Axt. Es ist allein von der Pickup-Bestückung und von der Optik schon zu erwarten, dass die ziemlich heavy klingt. Und das tut sie auch. Schauen wir uns mal Hals- und Kopfplatte an. Die Kopfplatte ist optisch passend zum Rest, auch mit diesem schwarzen Chrom. Auch die Stimmmechaniken, die funktionieren auch einwandfrei. Der Hals selbst ist wirklich sehr gut bespielbar für diese Preisklasse, muss man schon mal sagen. Es ist ein typischer Heavy-Hals, das heißt, wir haben dicke, hohe Bünde und einen wirklich ganz geraden Hals mit einer fast nicht bemerkbaren Rundung, also sehr komfortabel zu bespielen. Nochmal ein kurzes Wort zum Sound. Wir haben ja unsere zwei Humbucker hier, die mittels Dreiwegschalter einzeln oder in Kombination angewählt werden können. Steghumbucker sorgt, wie zu erwarten, für richtig Dampf, für Rhythmus und Solosachen. Ja, der Halstonabnehmer, auch wie gesagt ein Doppelspuler, richtig schön singende Leadlines hervorbringt. Also wirklich ganz klar in die Heavy-Ecke zielt. Betrachten wir uns den Verstärker. Auch sehr einfach aufgebaut. Input, Lautstärke, Volume. Daneben ein Kanalumschalter zwischen Clean und Verzerrt, wobei der Verzerrungsgrad nicht regelbar ist. Sobald ich auf Verzerrt schalte, habe ich einen vordosierten Zerrgrad. Und einen Dreiband-Equalizer, also Höhen, Mitten und Bässe. Wie immer empfehle ich hier Treble, also die Höhen eher niedrig zu halten und die Bässe eher hoch, weil bei dieser kleinen Membranfläche die Amps immer dazu neigen, ein bisschen kratzig zu klingen. Mittel ist Nachgeschmack einzustellen. Und auch hier haben wir einen Phones-Ausgang, also Kopfhörerausgang zum stillen Üben. Bei dem Verstärker ist zu sagen, dass der für seine Größe beachtliche Lautstärke erzielt. Ja, also da kann man schon wirklich ordentlich Gas mitgeben und dass auch die Zerrintensität nicht ohne ist. Wie schon anfangs gesagt, das ist ganz klar ein Heavy-Set. Dementsprechend gibt es auch ein paar Einschränkungen, nämlich den Clean-Sound. Der Verstärker meistert das ohne Probleme, aber die Gitarre ist aufgrund der Pickups sehr heiß ausgelegt. Das heißt, der Verstärker auch im Clean-Modus klingt ein bisschen belegt, klingt ein bisschen topfig, neigt schon zum Zerren. Das heißt, für Clean-Sounds ist das nicht die absolut erste Wahl,
Aber man kann sich mit dem Trick behelfen. Ich habe jetzt den Verstärker so eingestellt, dass ich die Höhen kräftig reingedreht habe. Und bei der Gitarre nehme ich die Mittelposition bei der Pickups. Die ist immer ein bisschen ausgangsschwächer als die einzelnen Pickups. Und drehe den Volume-Knopf einfach ein Stück zurück. Dadurch verringere ich die Ausgangsstärke und kriege einen Clean Sound, der sich wirklich hören lassen kann. Ja? Alles in allem ein ganz klares Paket, was auf eine Kundengruppe zugeschnitten ist, nämlich auf Heavy. Das heißt, dieses kleine Manko in Sachen Clean Sound wird da auch niemand stören. Und wenn man mit der Gitarre Gas geben will, kann man das wunderbar machen. Sie ist prima verarbeitet, es ist wenig Plastik, viel Metall verarbeitet. Es sieht optisch wirklich sehr gut aus. Auch die gesamte Korpusform ist natürlich Geschmackssache, aber wenn man das mag, ist es wirklich eine super Optik. Die Bespielbarkeit ist wirklich gut. Ja. Der Hals ist kerzengerade und auch die Seitenlage ist für diese Preisklasse sehr, sehr angenehm eingestellt, ohne dass es scheppert oder zirpt. Also wirklich eine rundum gute Gitarre. Auch der Verstärker macht ein gutes Bild und hat eine beachtliche Lautstärke für diese Größe.